Mini Zeit, Dini Zeit, Lizeit. Wir sind immer am Reagieren gewesen, statt agieren. Wir sind immer eine Sekunde zu spät gekommen. Jeder Zweikampf sind wir zu weg gewesen vom Mann. Wir haben eigentlich ausgemacht, dass wir kompakt verteidigen, sei es in einem 4-3-3 oder 4-1-3-2. Aber wir sind überall zu spät gekommen. Wir müssen noch Glück haben, dass wir eigentlich mit 1-0 nur in der Halbzeit zu Rückstand kommen. Und da haben wir versucht, ein bisschen alles zu korrigieren. Zweite Halbzeit haben wir viel Druck gemacht. So Schluss ist 2-0 gekommen. Aber ja, die Chancen haben wir nicht richtig rausgespielt. Also, Tucke ist in meinen Augen einer der besten Mannschaften der Liga, wenn nicht der beste. Mit viel gestandenen Spielern, körperlich enorm gut, starker Spieler. Und ja, heute, da war heute für uns nichts zum Holen. Muss ehrlich sagen, war ein absoluter verdienter Sieg, auch in dieser Höhe. Ja, wir haben ein bisschen umgestellt auf 4-2-3-1, dass wir im Mittelfeld kompakter stehen können, dass wir eigentlich da den Pass nach vorne nicht zulassen können. Ist sogar eigentlich passiert. Ich finde, dass sie da nicht erst 20, 25 Minuten, zweite Halbzeit, nicht mehr so viel Druck gemacht haben. Ich sage, wir haben Druck gemacht, viel mehr lange Bälle über die Verteidigung. Aber nochmals, es ist eigentlich ganz wenig rausgekommen. Zweite Bälle haben wir heute nicht gehabt. Und nochmals, es war heute von unserer Seite keine gute Leistung. Aber damit muss man leben heute und müssen uns fokussieren aufs nächste Spiel. An was ist es denn effektiv genau gelegen? Du hast gesehen, dass sie halt immer zu spät gewesen sind, eigentlich mehr oder weniger. Aber an was genau eigentlich hast du noch analysieren können? An was ist es noch gelegen? Ja, einfach, dass wir zu spät gewesen sind. Das war einfach zu weit weg vom Mann. Dass wir immer am Reagieren waren, statt agieren. Wir sind antizipiert, haben wir null. Wir haben nie immer gelesen, von was passiert jetzt. Wie beim Elfmeter, Alessio sieht, dass der Crosspass kommt, reagiert erst auf den Moment, dass der Crosspass kommt. Der Mann kann den Ball annehmen, mitnehmen und dann macht das Foul. Also, direkt eine halbe Sekunde schneller schon lesen kannst von der Situation, da passiert das gar nicht. Und das ist eigentlich typierend für das ganze Spiel. Wir sind überall zu Sport gekommen. Ideen sind aber auch keine da gewesen. Sie haben noch keine Ideen gehabt, um das in die Saison können umsetzen, oder? Nein, aber das hat nur mit der Qualität von Tucker zu tun. Also die Defensiv sind sie mit sehr gestandenen Bundesligaspielern, auch die Egi ist ja Aarau, GC, erfahrene Spieler. Sie haben nichts zugelassen, sind super gestanden, sind ganz fair in den Zweikampf reingekommen. Es war ja kein unfaires Spiel. Ja, nochmals, das ist einer der besten, wenn nicht der beste Mannschaft der Liga. Und davon kann man nur lernen, dass man eigentlich immer dagegen heben muss und dass man mit viel Power und Kraft spielen muss. Und das haben wir heute einfach nicht gemacht. Ja, es ist in zwei Wochen. Jetzt schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass die Spieler, die jetzt zum Nationalteam gehen, gesund zurückkommen. Wir werden uns dann vorbereiten können und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Weil es ist ja nicht nur Wetzwil. Wir haben in die zwei Wochen dann 5 Matches. Mit Linz auswärts, Kossa auswärts und dann kommt noch Vaduz zwischendurch zu uns. Und dann haben wir noch Mendrisio auswärts. Und danach wissen wir genau, wo wir stehen. Also rein punktemäßig sind wir ja alle noch beieinander, also das kann sich noch einiges tun, oder? Naja, wenn 3 Match 6 Punkte in der Rückrunde, ich glaube, das ist nicht so schlecht. Also, wie gesagt, es ist ein Spiel verloren, wir haben aber noch nicht den Krieg verloren. Wir geben Vollgas und wir versuchen, in die Aufstiegsspiele zu kommen. Wir müssen nichts, wir dürfen. Und das ist unser Motto, aber ja, wir müssen einfach schon ein bisschen mehr zeigen, was wir heute gemacht haben. Nochmals, Tucker war heute absolut die bessere Mannschaft. Ja, ich glaube, wir haben versucht, aggressiv dran zu sein von Anfang an. Ja, mit Tucke haben wir gewusst, was für eine Mannschaft auf uns zukommt und sie haben eigentlich genau das umgesetzt, was wir erwartet haben. Also, ja, sie haben uns heute wirklich gezeigt, wie man Fußball spielt, wirklich souverän, auch das Kurzpassspiel, auch durch die Mitte, über die Seite, sehr stark gewesen. Ich glaube, das war der Grund, also ihre Qualität war schlussendlich der Grund, dass wir auch immer einen Schritt spät waren. Ja, zwischendurch haben wir einzelne Halbchancen können rausspielen. Ja, vor allem, wenn wir schnell umgeschaltet haben, das haben wir sicher bis zum Schluss probiert. Aber ich glaube, gerade nach dem zweiten Goal ist in so einem Spiel, auf so einem Platz gegen so einen Gegner, der extrem viel Kraft kostet, extrem schwer, um nochmal zurückzukommen. Aber ja, trotzdem, ich glaube, wir haben es versucht, wir haben nie aufgegeben. Der Wille war da gewesen, aber eben schlussendlich hat sich die Qualität durchgesetzt und verdient verloren, würde ich sagen. Ja, wir haben halt
Räume offen lassen und sie haben es, also eigentlich muss ich sagen, souverän ausgespielt. Man sieht so am dritten Goal den Konter souverän ausgespielt und es ist ein verdienter Sieg für sie, würde ich sagen. Und wir müssen schauen, dass wir die Löcher nicht mehr hergeben, weil das ist für den Gegner immer gefundenes Fressen. Und dort müssen wir halt schauen, dass wir nicht zu grosse Löcher frei haben. Aber ihr seid motiviert gewesen, um den Anschluss eigentlich zu erzielen. Es ist euch überhaupt nicht gelungen. Ihr habt alles versucht, man hat es eigentlich auch gesehen auf dem Platz. Sie waren einfach stark, sie waren eigentlich körperlich auch fit, sie waren eigentlich läuferisch auch schnell und sie waren einfach um 2-3 Schritte schneller wie der OSV. Ja, es ist, 2-0 ist immer so ein Resultat. Wenn es 2-1 kommt, klingt, dann kommt zu 90% das 2-2, weil man so hungrig ist auf das 2-2. Aber eben, wir haben wirklich nicht mal einen gescheiten Schuss gehabt und darum ist dann vor sich hergeplatscht und das 3-0 am Konter ausgespielt gekriegt. Was hat der Erich euch in der Kabine gesehen, wo ihr in die zweite Halbzeit ausgesehen? Ja, 6-Punkte-Spiel, da muss jeder heiß sein. Wir sollen voll Gas geben, fighten, zeigen, dass wir daheim noch mal viel mehr Gas geben können, als man denkt. Und eben, 6-Punkte-Spiel sagt schon alles. Es ist einfach ein Spiel, das sehr wichtig ist. Was nehmen wir jetzt hier für das nächste Spiel mit? Ja, es gibt Höhe und Tiefe. Man kann jetzt auch mal hergehen. Meine, jetzt haben wir mal verloren. Logisch ist scheiße und macht es einen hässlich und alles. Aber jetzt ist einfach wichtig, um zu zeigen, dass wir da sind. Nächstes Spiel souverän wieder auf uns aufnehmen. Von null anfangen und dann zeigen, was wir können. Mini-Zeit, deine Zeit, Lied-Zeit.